Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Zwischenzock. Wir spielen eine Runde Minigolf Adventures 2 und gehen direkt in den Einzelspieler-Wettkampf üben. Ich gehe erstmal auf üben, würde ich sagen. Hier habe ich ja noch meinen stylischen Charakter. Den werden wir auch beibehalten und dann gucken wir uns mal, was haben wir denn hier so für Welten. Das hatte ich schon total vergessen, dass ich das Game auch mal gekauft habe sogar, weil ich die Demo damals so geil fand. Was ist das hier? Zeltfalle? Das interessiert mich jetzt mal. Ich mach mal die Zeltfalle. Oder ist das Warte mal. Zeitfalle. Oh Gott. Das ist ganz merkwürdig aufgelöst hier gerade. Ach, kann ich noch gar nicht, oder was? Zufügen? Ausgewählte. Ach so, was ich üben möchte. Okay. Ja, ich mache jetzt erstmal das Ding hier. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir vielleicht noch eine Runde packen nachher. Aber generell, werde ich das wohl das ein oder andere Mal wieder öfter zocken müssen, denn ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Ach so, okay, hier sind wir. Oh Gott, das erinnert mich an Harry Potter mit den fliegenden Büchern, aber es muss ja nichts Schlimmes sein. Harry Potter Stein der Weisen war ja ganz cool. So. Die Dinger bringen ja generell eigentlich nur was, wenn du irgendwie zu zweit zockst oder so. Fliegt das Ding nicht noch in die Luft? Boom. Okay. Die Map kenne ich nur so ein bisschen, muss ich sagen. Was machen wir denn jetzt am besten? Hauen wir das Ding hier einfach runter? Ich hau das Ding jetzt hier einfach mal runter. Boom. Oh shit. Ach, ein paar Vier brauche ich. Okay, das werde ich auf keinen Fall hinkriegen. Da hinten muss ich hin. Dann werde ich das Ding einfach mal rüber switchen. Pass mal auf, wie locker und easy ich das mache. Ey, das hat sogar geklappt. Alter. Hä? Der Ball ist im Auf. Hä? Willst du mich verarschen? Der Ball. Hä? Da hinten ist doch die Fahne, oder bin ich blöd? Oder ist das ein anderes Feld? Warte mal, ich werde mal hier runter chippen. Jetzt hätte er da an der Kante liegen bleiben müssen, ey. Das wäre so lame gewesen. Weißt du, da wollte ich noch so schön abkürzen und war so begeistert davon, wie exakt geil ich das gemacht habe. Guck mal, das piepst der Geist oder Kasper oder... Ach, da ist das Loch. Okay, dann... Ja, blöd. Was ganz geil wäre, wäre, wenn man die ganzen Strecken irgendwie miteinander verbinden würde und du dann im Prinzip... Verpiss dich, du blöde Spinne. Boah, zu doll. Und du dann im Prinzip... eine komplett lange Strecke hättest und nicht nur ganz viele, weil Paar 4 ist auch immer ein bisschen lame. Das wäre schon mal cool, wenn du Paar 18 hättest oder so. Okay, das war richtig schlecht. Aber ey, zu meiner Verteidigung, ich wusste... Okay. Gut, das machen wir nochmal und jetzt nehmen wir mal... Ja komm, leck mich. Wir machen einfach Wettkampf. Neues Turnier. Ich bin Jack. Jack Bauer. Okay, 24 habe ich nie gesehen. Ich bin Jack Sparrow. Ja, gib mal hier das Gruselschloss. Was anderes können wir auch noch gar nicht. Laden, bitte warten. Machen wir das sowieso generell. Was ist denn das da oben für ein Strom, was da aus dem Haus rauskommt? Der Rasen müsste auch mal wieder gemäht werden. Vor allem wie links der Rasen einfach total grün ist und rechts, wo das Haus anfängt. Schon alles total abgestorben. Warte. Oh. Paar 2. Das ist auch fies. Komm, roll mal ein bisschen nach links. Ey, wie der Geist da einfach schaukelt. Ey, ich denke, was bewegt sich denn da? Das ist der Geist. Warte. Den werden wir jetzt ganz locker easy da reinchippen. Pass auf. Gott, das war vielleicht ein bisschen... Ah, Jammer. Du weißt nämlich immer nicht so genau, machst du jetzt doll, machst du nicht so doll? Moonwalk. Warte mal.
Man bräuchte so eine Karte, wie die Strecke aufgebaut ist, aber ich chip jetzt einfach mal los. Das ist nämlich sonst locker lässig passieren kann. Ich glaube, die Map habe ich schon mal... Oh, fuck. Oder? Ja, das ist... Hä? Huh? Was war das denn für ein geiler Geheimgang? Alter, Hole in One. Bin ich der King oder bin ich der King? Wie habe ich das denn... Ich habe, ohne Scheiß, auf der Hälfte des Weges habe ich nur so gedacht, okay, das Ding ist im Ausgelandet. Bis ich dann irgendwann gerafft habe. Was ist denn das hier, ey? Was geht denn hier ab? Die Map ist ja der Knaller. Die ist ja mal richtig geil. Pass auf, bam. Au. So viel zum Thema Hole in One. Wow, der Jump. Okay. Gut, die trauernde Weide ist ja auch rechts am Start, wie man sieht. Da ist sie. Du, 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 du. Boom. Okay, das wird auf jeden Fall kein Hole in One mehr. Auch kein Hole in Two. Nee, viel mehr wird das wahrscheinlich nicht mal ein... Wie hießen die denn ganzen? Birdie war einer besser, oder? Nee, nie. Warte mal, ein Eagle gab's auch. Ein Eagle war besser, ne? Ein Birdie war normal. Und ein Boogie war blöd. Wo muss ich denn hier lang? Boom. Okay, das war zu krass, zu lasch. Hätten wir Döller gemacht, dann wäre er halt auch nicht ins Loch reingegangen, sondern wäre da auch irgendwie liegen geblieben. 2 Meter auf einer anderen Seite. Denn ein Boogie. Und dann werden wir jetzt nochmal gucken, ob wir es vielleicht im nächsten Loch schaffen. Auf der nächsten Strecke. Doch, die habe ich schon mal gezockt. Die kommen mir bekannt vor. Warte mal, ich werde mich hier ganz easy rüber sliden und dann... Yeah! Yeah! Alter, wie du das Ding... Oh nö! Wie fies! Ja, komm. Ja, genau. Cooler rein. Schöne Sache. Und das Ding sollst du in 3 schlingen. Okay, naja, gut. Wenn du gut bist, dann mal... Oh nein. Komm, zurück. Zurück. Saug dich ran. Na gut. Kein Hole in One, aber ein Hole in Two. Boom. Birdie. Ja, Birdie war Vogel, ne? Eagle war, glaube ich, Adler, oder? Ja, ja, Eagle müsste Adler sein, Birdie Vogel und Boogie ist, glaube ich, was war das denn nochmal, Eagle oder so? Vielleicht irre ich mich gerade hier. Bin mir nicht ganz sicher, was Boogie war, das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das noch wisst. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nehmen wir das fette Loch oder nehmen wir das kleine Loch? Hihi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wird schwer. Aber das ist es ja bekanntlich auch. Warte, 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 warte. Ah. Oh, mit dem Stick, Alter. Der Stick macht mich fertig. Passt das? Ich hau jetzt einfach mal volle Sonne rauf. Oh Gott. Oh Gott, Alter, was? Ich bin da. Ich bin da. Wie habe ich das denn gemacht? Oh, hole in one. Ey, ohne Scheiß. Ich habe ja schon des Öfteren mal Minigolf gezockt in den ganzen Demos und Zwischenzocks und was auch immer. Habe ich da jemals Hole in One gemacht? Alter, wie habe ich das denn bitte eben hingekriegt? Ey, ohne Scheiß. Das Spiel, wer so ein bisschen auf Minigolf steht oder so, ey, dem kann ich das Spiel einfach nur empfehlen. Das ist so der Knaller. Das habe ich damals... Die Demo gab's kostenlos im PlayStation... Die Demo gab's kostenlos im PlayStation Store, soweit ich weiß. Aber... das Hauptspiel hat, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 5 Euro gekostet oder so. Vielleicht ein bisschen mehr, 10 Euro. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Nehme ich hier irgendwie die Wand mit? Ich nehme mal die Wand mit. Ach, shit. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, der Gedanke war geil. Was ist denn das für ein Schatten, Alter? War das mein Schatten? Das sah ganz merkwürdig aus. 5 Paar, okay, ja gut. Was ist das? Was ist hier geradezu? Kann ich nicht so gut erkennen. Ist da ein Loch oder was soll das? Dieses
Dieser Pfeil, was willst du mir damit sagen? Was soll mir denn der Pfeil sagen? Da darf ich nicht rein, ne? Da muss ich rüberjumpen. Okay, da wir bis jetzt so gut waren, mache ich das doch einfach mal. Geht bestimmt nicht schief. Oh. Bin ich noch richtig? Das sieht hier alles total falsch abgebogen aus. So, da ist er doch. Warte. Jetzt werden wir doch mit dem dritten Schlag jetzt rein droppen, oder? Scheiße, zu kurz. Oder nein, roll! Roll um dein Leben! Oh, fuck, ey. Oh, man hatte aber Schiss, dass man zu weit macht. Aber kein Ding, Birdie. Ganz easy. Wer ist der beste Profi-Golfspieler oder Mini-Golf-Profi-Golfspieler der Welt, Alter? Als beim letzten Mal zocken nichts auf die Ketten gekriegt da so und jetzt zweimal Hole-in-One und auf einmal ist man der Knaller. Da hinten schwirrt ein Geist umher. Ich finde die Map so geil, ey. Dieser Stil ist so gut. Ich mag ja so ein bisschen Horror, ist ja ganz geil. Ich mochte damals auch immer diese Disney-Horror-Geschichten, die es an Halloween manchmal gab. Die waren auch cool mit Mickey Mouse und so. Waren die überhaupt mit Mickey Mouse? Also, die waren auf jeden Fall von Disney. Ich glaube, Mickey Mouse gab es auch eine Horror-Geschichte, also so einen kleinen Grusel-Ausschnitt oder so. Das sind immer noch die besten Geschichten so gewesen. Auch Simpsons oder so, Horrorgeschichten. Oh, gut, er wird wieder ausgespuckt. Ich dachte, wenn er da in der Mitte liegen bleibt oder so, dann ist vorbei. Aber ohne Scheiß, das erinnert mich richtig hart an Harry Potter, Kammer des Schreckens und auch Stein der Weisen, Verbotener Wald, so ein bisschen. Weil das so minimal ist irgendwie. Komm wieder zurück. Na gut, dann machen wir halt paar. Ich habe eben gedacht, das Krokodil schnappt sich den jetzt weg, aber das ist wahrscheinlich bloß da, um von der anderen Seite hier rüber zu kommen. Mit dem Ball. So, dann haben wir ein Paar. Ein Pair. Und der Rabe freut sich auch. Zwei sind's noch. Loch Nummer 8. Wieso haben wir denn 9 Löcher und nicht 10? Na gut, mit dem ersten, was wir da zu Anfang gemacht haben, mit dieser Übung da, sind's denn ja doch irgendwie 10. Also ihr merkt schon, das Spiel ist im Großen und Ganzen eigentlich ganz easy aufgezogen und auch leicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was für einen Schwierigkeitsgrad wir eingestellt haben. Ach, da ist das Ding. Ich denke eben, ich muss da runter oder so, aber das machen wir besser nicht. Ich wusste nämlich, wenn es links oder rechts lang geht, so, weißt, wenn du die Wahl hast, bin ich schon absolut überfordert. Das ist wie bei Open World Games. Er war absolut überfordert irgendwann. Oh, der liegt richtig scheiße. Naja, eigentlich liegt er doch ganz gut, aber... Hätte ich auch von da aus im Mund gespuckt werden können oder so, von dem Viech? Warte. Wenn wir jetzt ganz easy da reinkneten. Nein! Oh Mann, haben wir es halt auch gemacht, so ein paar. Im Großen und Ganzen bin ich trotzdem noch ganz gut. Minus 6, so. Achso, oh, da gibt's ja noch einen, der minus 6. Den müssen wir uns ja doch nochmal anstrengen. Alter, das hätten wir so viel besser machen können. Das vergesse ich total, dass das ja hier Wettbewerb ist. Da spielen ja noch andere mit. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, oder? Boom, und... Runter. Wenn wir vielleicht ein bisschen döller aufziehen sollen. Na, komm. Rollen. Okay, da müssen wir lang. Die hätten im Prinzip die Ecke auch abrunden müssen, so dass du eventuell hier noch mit längs kannst. Aber es funktioniert so auch ganz... Okay. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Boom. So hier, so wie da hätten sie die Ecke machen müssen. Boah, ich dachte eben, da wäre ein Holzbalken, der mich aufhält. Ja, war es auch im Prinzip. Schlag 2. Das ist doch jetzt auch scheiße. Das ist doch jetzt richtig doof.
Ach, die Ecke war abgerundet. Oh Gott, das habe ich aus dem Winkel nicht so gut sehen können. Warte. Ah, das ist ja echt richtig doof. Da wird auf jeden Fall, das wird kein Paar. Ach, scheiße. Das ist natürlich fies. Oh je. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da schon die Flagge ist. Das Ziel ist. Das Loch ist. Wie du es auch immer bezeichnen willst. Deshalb müssen wir jetzt nochmal ein bisschen auf Nummer... Ey, gefühlt, wenn du ein bisschen mehr aufziehst, dann haut er bis zum Getno durch. Und wenn du... Alter. Boom. Oh nein, ich fall wieder ins Loch, oder? Alter, ist das Loch doof. Damit haben wir die Führung saumäßig gut verspielt. Boom. Ey, jetzt kommt er wieder nicht vorwärts, weißt du? Das ist blöd. Das war so richtig doof. Du hast die ganze Zeit so einen schönen Lauf gehabt und jetzt so am Abkacken. Ey. Wenn es scheiße läuft, dann läuft es aber richtig scheiße. Aber ist das Zufall, dass da der Tod gerade vorbeischwebt? Ich denke nicht. Denn unsere Golfkarriere ist gerade gestorben. Also, oh. Nee, hä? Warte mal. Jetzt bin ich total überfragt. Ich bin doch Red Hat 7, oder? Weil mein Charakter heißt doch auch Jack, oder nicht? Habe ich doch vorhin gelesen bei der... Aber das war noch bei der Übung, oder? Ja, dann müssen wir auf jeden Fall Red Hat 7 sein. Was auch sonst. Der Kanal heißt Red Hat 7 LP. Hallo? Dann sind wir auch Red Hat 7, wenn das so sein muss. Na gut, ja. Damit würde ich sagen... Was passiert jetzt eigentlich noch? Jetzt landen wir wieder im Menü, oder? Warte mal, das gucken wir nochmal kurz. Nicht, dass wir hier noch eine Strecke überspringen oder so. Loch 10. Siehste, da hätte ich beinahe schon finito gemacht. Loch 10 machen wir natürlich auch. Boom. Boom. Nee, hä? Das wäre die Übungsszene, oder? Toll, jetzt hat er mich da weggehauen. Eigentlich wollte ich da runter. Hat mir das jetzt Punkte gebracht? Ach, scheiße, das hat mir... Fuck. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Nee, warte mal. Nee, warte. Das kann ich ja noch geiler machen. Warte mal. Na, so viel zum Thema noch geiler. Komm, spring da. Ja, läuft. Dann eben nicht. Dann nehmen wir doch die Kante hier. Was ist denn das, ey? Okay, noch sind wir im Lostopf, oder? Schlag 3. Mit dem vierten können wir ihn direkt rein switchen. Komm, warte. Jetzt ist bloß die Frage, ziehst du halt ein bisschen döller oder ein bisschen weniger doll auf? Zieh mal so auf. Blöde Spinne, ey. Das gibt's nicht. Willst du mich verarschen? Verzieh dich da. Ja, wenn ihr jetzt vor mir sitzen bleibt. Schöne Sache. Bada bang, bada boom, boogie. Jetzt müssen wir wieder genau auf Null sein, ne? Ja, dann können wir doch hier an dieser Stelle das Ganze beenden, oder? Loch Nummer 11, wie viele Löcher gibt es denn eigentlich? Weil wir müssten eigentlich auch so langsam wieder zum Ende kommen, weil... Oh nee, ey. Oder doch, doch. Alles cool, ich habe gedacht, ich muss darüber. Dass du hier ins Nichts fällst, quasi. Boom. Okay, das war richtig doll. Hau gegen. Achso, der ist viel zu weit. Wo schlägt der denn hin? So, warte mal. Dann vernaschen wir das Ganze. Ganz locker. Boom! Ein paar, wir sind wieder auf Erfolgskurs. Achso, wir haben wieder von vorne angefangen. Achso, nee, dann machen wir 13, ja? Dann machen wir 13, würde ich sagen. Dann machen wir 13. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich das hier schon so halbwegs doppelt
Ich hab gedacht, das war alles vorhin noch von der Übung, aber nee, nee. Dann machen wir 13. Ich denke, 13 ist eine ganz gute Zahl. Yay. Nee, doch nicht. Das ist immer so dieser Moment, wenn du anfangen willst. Ah, yay. Yay. Nee. Das ist immer dieser Moment, wo du anfangen willst zu jubeln und dann auf einmal doch merkst, nee. So ganz will er nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Denn ist immer so scheiße. Boom. Oh Gott, nein. Bleib da liegen oder fahr roll woanders hin, aber nicht da. Schlag 2. Vielleicht liegt der ja ganz gut. Ja, ja, nö. Ja, nö. Warte. Ah. Ich weiß nicht, ob die Spinne das da so noch abgedreht hat, dass wir nicht mehr richtig zurückgekommen sind. Oh, fuck you, ey. Wenn man so einen Billo-Schlag nicht hinkriegt, ne, dann hat man es auch nicht verdient. Geht doch. Plus 1. Ja. I feel your pain, brother. Aber wie gesagt, ein Loch machen wir noch. Alle guten Dinge sind 13. Nö, aber heute ist Dienstag der 13. Und da denke ich, passt doch ganz gut, dass wir jetzt hier auch Moonwalk. So, warte. Wird er jetzt mal volle Sonne gegenbremsen? Gut. Das hat nicht funktioniert. Dann eben nochmal mit ein bisschen mehr Booms. Oh. Gut. Dann eben nochmal das Ganze. Boom. Bam. Ah, oh, ich hätte mir das überlegen sollen mit den 13 Löchern. Ja, aber die Strecke hatten wir doch noch nicht. Naja, ist ja egal. Ist ja sowieso nur ein Zwischenzock. Das wird... Gut, das ist wahrscheinlich mein Kryptonit hier, die Strecke. Ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, ich switche ein bisschen mehr rüber, aber ich kann gar nicht mehr switchen. Ich glaube, ich hab's... Geht das überhaupt noch? Ich glaube, ich hab's ein wenig vergurkt. Gut, ich wollte den Ball nur anders hinlegen, damit ich einen besseren Winkel habe. Der fast genauso beschissen ist. So, warte. Yeah. Und jetzt instant eingelocht. Nee. Das ist aber auch nicht gerade leicht gemacht hier, ne? Mit dieser Barrikade auch noch dazu von der anderen Seite. Ah, yeah, yeah. Plus 5. Das war doch... Gut. Man merkt's. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir hatten zweimal Hole-in-One. Und ich habe mir so gedacht, ich bin der Killer. Und zack, kriege ich direkt instant auf die Fresse. Auf einmal stehen wir mit plus 6 da. Und alle anderen sind so viel besser. Deshalb würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.